Dragon's Treasure 2 habe ich hier nicht drauf. Ich habe hier nur das normale Dragon's Treasure. Das erste habe ich, das andere habe ich auf dem anderen Automaten, aber der ist so langsam, das macht keinen Spaß, damit zu filmen. Da, Rasputin, da ist es. Hat der Automat Roulette? Weiß ich nicht, habe ich nie probiert. Meinst du, mit dem Roulette-Trick hätten wir ein bisschen Geld machen können? Sehr schön, gleich den Kerl gekriegt. Ja, das ist das. Wenn man über 160 ist, dann kann man über solche Spiele reden. Selbst Rasputin ist schon sehr riskant, aber mal gucken. Ey Bro, probieren Diamant Lucky Ferro. Lucky Ferro, ist das irgendein Shisha-Bar-Besitzer oder so? Nein, ich weiß schon, Lucky Faro meinst du wahrscheinlich, ne? Haben wir schon gespielt und auch ganz gut abgeräumt eigentlich. Mit wie viel bist du reingegangen? Ich starte mal so mit 200, 260, glaube ich, waren es heute. Ah, sehr gut, paar. Jetzt haben wir mal ein bisschen was gewonnen. Das drücke ich auch nicht auf der Leiter, das brauchen wir als Kapital leider. Auf jeden Fall, ich versuche mal so mit 250 oder so reinzugehen, damit sich das auch lohnt zu spielen. Ah, die Kronen gehen ganz gut. Wenn er jetzt noch ein paar macht, mal gucken. Wir brauchen keine Ringe, wir brauchen Kronen. Jetzt kriegen wir auf jeden Fall schon überall Geld. Also, bis auf bei den Kronen natürlich. Da fehlt noch ein bisschen. Nimm an, es sind nur 17 Euro, ich weiß nicht. Vielleicht macht er ja die Kronen noch. Wenn er gleich nicht macht nach ein paar Drehungen oder auch keine Gewinne schmeißt, dann nehme ich an. Weil so, ich glaube, man kriegt. Ui, knapp. Man kriegt eigentlich, wenn er die Eier mal geben würde, vernünftig mehr Geld, als wenn man annehmen würde. Ach Mann, der schmeißt nur Kacke. Och Mann, so viele Kronen, aber jetzt sind wir, glaube ich, ganz oben. Ne, ein Feld fehlt noch. Ich zeige es euch einmal, bevor es weg ist, falls der Kerl kommt. Hi, Javad, mir geht's gut. Und dir? Alles klar bei dir? Schön, dass du am Start bist. Ich schmeiß mal ein bisschen Geld rein für die Dramatik, eine kleine Pause. So. Komm schon, schmeiß nur einmal ein paar Kronen oder so. Das andersrum, da hätten wir schon ein paar Gewinne gehabt. So sieht's aus. So sieht's aus. Schade, dass die Goldene da stört, aber das ist doch einiges. Also, wer hat das nochmal geschrieben mit hier Dings? El Romano, Magic Monk. Du hast die Ahnung. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Ob er jetzt wohl noch ein paar Mal Krone schmeißt? Ich bleib mal drin. Jetzt schmeißt er. Ich hab, ja genau. Romano, du warst das. Sehr schön. Oh, ärgerlich. Gib doch mal. Ah, sehr schön. Nochmal 57. Das ist gutes Geld. Okay. Schade, war aber ein sehr gutes Spiel. Ah, 20 Leute wieder da. Der Stream scheint jetzt auch wieder besser zu laufen, oder? Was sagt ihr? Läuft jetzt besser? 100 Euro. Nicht übel. Einmal drücken. Und zack, nochmal die 140 geknackt. Also Geld ist da eigentlich. Geld ist da. Jetzt muss nur das Internet wiederkommen. Ja, es ist ein Auf und Ab hier. Ich sehe ja die Geschwindigkeit bei mir ungefähr. Es ist ein Auf und Ab. Manchmal ist es schnell, manchmal ist es nicht. Vielleicht liegt es auch am Handy. Ich filme halt mit dem Handy. Ich habe noch kein richtiges Setup. Muss ich mal alles ein bisschen professioneller machen. Dafür muss YouTube mal ein bisschen Kohle überweisen, damit ich mal ein bisschen an meinem Setup arbeiten kann. Falls irgendwelche Casino-Freunde bei YouTube zugucken, schick mal ein bisschen was rüber. Ich bleibe mal in dem Spiel noch drin, der gibt ja gerade ganz gut. Und warten wir mal, ob noch ein paar Leute vielleicht wiederkommen. 30 Leute sind ja immerhin wieder am Start von 70. Moin Ben, was geht? Was geht?
Schaltest ein bisschen spät ein heute. Heute waren wir ein bisschen früher da, aber schön, dass du am Start bist. Na komm, einmal auf 2 Euro Freispiele wäre doch ganz cool. Also jetzt scheint sich die Verbindung auch gefangen zu haben. Sehe ich jetzt wieder, dass es wieder über 2000 ist. War vorhin bei 100 nur noch KB pro Sekunde. Das ist natürlich nix. Na, sehr schön. Jetzt gib mir 7er. Ich will nur 7er haben. Wir nehmen ja immer die goldene Mitte im Stream, dann. Oh, komm schon. Ah, okay, ich hätte die 7er eh nicht haben können. Aber schmeiß mal jetzt wenigstens ein paar Vollbilder. Wenn du mir schon wegen des Internets alle meine Zuschauer genommen hast, gib mir ein bisschen Gewinne wenigstens. Ah, hätten wir Bar genommen, wäre krass. Hätten wir jetzt 5 Bar gehabt, scheiße. Hätte ich mal links genommen. Das ist immer richtig ärgerlich, wenn man sich fürs Falsche entschieden hat und der dann kommt, ne? Bar 32 Euro mal 5 wäre schon nicht übel. Jo, die 32 Euro waren genau die Bar. Dann gehen wir raus. Machen wir jetzt Jokers Cap, paar Drehungen auf 2 Euro. Vielleicht kommt ja die Mütze. Und danach Spaceman natürlich für meinen Ehrenmod. Und dann, wenn dann noch Geld übrig ist, dann können wir El Torero machen, weil der hat auch noch keine Freispiele gegeben. Immerhin von 70 Leuten sind 40 wiedergekommen. Das ist doch schon mal was. Da war doch die Mütze, jetzt gib sie doch mal. Vielleicht muss ich mal ein bisschen runterstellen. 2 € scheint er nicht geben zu wollen. Paar Drehungen noch. Na, wobei, 20 € ist nicht schlecht. Na komm. Jetzt machen wir wenigstens die 10. Na, immerhin, 4 Könige ist gut. Schade, dass nicht 5 sind, aber 4 Könige ist echt in Ordnung. Dazu noch 4 Damen, 92 €. Sehr schön. Dann haben wir jetzt ja ein bisschen Kapital für Spaceman, ne? Also der Automat gibt zumindest uns das Geld immer wieder. Er will, dass wir noch spielen. Dass man Minus macht, ist ja jedem klar. Gucken wir mal, ob er diesmal was schmeißt und nicht nur Tresore, wenn nichts verbindet. Wenn keine Linie irgendwas ist. Ich habe immer noch dein Rot im Kopf, Durgadas. Wenn ich mal 20 oder 40 € habe, dann. Die 40 brauche ich, oder 36 oder so, ne? Dann drücke ich Rot. Mal 7, komm schon. Na, immerhin einmal. So, oh, ich wollte gar nicht mehr drücken, ich wollte eigentlich zum Kartenrisiko wechseln. Zweimal rot. Zack, so läuft das. Dogadas, du hast recht mit rot. Ich habe deinen Tipp so ähnlich befolgt, sagen wir es mal so. Also die Leiter läuft heute super, da kann man sich nicht beschweren. Ich weiß nicht, das wievielte Mal das jetzt ist, dass wir die schon knacken, ist schon einige Male.
So, habt ihr noch irgendeine Idee, wo man vielleicht einem Freispielspiel nochmal die Chance geben kann? Also die Leiter ist ja super. Der Rest nicht so. In der Zeit, bis die ersten Vorschläge reinkommen, auf 2 Euro testen, ob der was macht. Ist in Ordnung. Holy moly. Okay. Ah, nehmen wir wieder zweimal Kartenrisiko, aber diesmal zweimal schwarz. Wäre ich mal bei Rot geblieben. Holy moly hatten wir noch nicht. Honey Bee, ja, stimmt. Kann man auch spielen. Ich glaube, das hat der Automat aber nicht. Ich glaube noch nicht mal in My Top Game. Ich habe es mal getestet. Probieren wir mal Holy Moly, da kriegt man relativ schnell Freispiele. Die sind zwar sehr merkwürdig und irgendwie ein bisschen dämlich, aber vielleicht gibt er was. Kaiserwetter hat der Automat leider auch nicht. Hat er nicht, Julia. So, was sagst du, Dorgadas? Welche Farbe? Ich mache wieder ein bisschen Zeitspiel, damit du Zeit hast, das reinzuschreiben. Egal, scheiß auf schwarz. Zack. Die Leiter ist es einfach. Hey, Luca, sag nichts gegen Rasputin. Wir haben da heute ganz schön abgeräumt. Zum Glück habe ich diesmal nicht auf dich gehört, Dogada. Zum Glück habe ich nicht auf dich gehört. So, jetzt haben wir ein bisschen Geld wieder drüber, dann kann man vielleicht versuchen, wieder auf 4 Euro irgendwo Freispiele zu holen.